Oh, willkommen, willkommen zum Match. Was geht hier? Also, willkommen zum Match. Kommt mir noch mal die Zahnpasta aus dem Mund entfernen. Wir schneiden das hier. Also, Nip gegen Unwanted. Wer hat das Knife gewonnen? Unwanted, also, okay. Und starten auf der CT-Seite. Gut, verständlich, denn das ist nicht Nips beste Seite, die T-Seite auf das 2. So. Das heißt, ich werde heute nochmal eine tägliche Prise Flur kosten. Aber vielleicht mit etwas schärferer Stimme jetzt. Wer weiß. Also, Unwanted gegen Nip. Sorry, dass es keinen Ton gab. Es hieß erst, es gibt Probleme. Ich gehe kurz Zahnbürste holen. Live in 180 ist okay. Und da ich ein Mensch bin, der normalerweise 5 Minuten zum Zähneputzen braucht, no troll, habe ich mich jetzt heute mal auf 3 geeinigt, aber durchgehend. Und das hat leider ein kleines bisschen, ja, gekostet. Wir sehen Nip normal aufbauen erstmal. Viel in die Cutters rein. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Weiß nicht, ob sie da gezockt haben, ob nur einer B geht oder so. Werden sie auf jeden Fall gleich in der Mitte treffen. Das ist halt die einfachste Methode, muss man auch sagen, um die Mitte einzunehmen. Und ich glaube, ich mache nochmal gleich die Auflösung nochmal höher. Jetzt, zumindest ist es irgendwie so, dass Valve was geändert hat, dass der Smooth Spectre automatisch ausbleibt. Und das ist auch eine wunderbare Sache. Gucken wir mal kurz Majaki an, der hier die jeweilige Posi hat. Ich weiß nicht, ob er da einen Call machen konnte, aber auf jeden Fall kann er es jetzt machen. Schießt er erstmal seinen eigenen Teammate halb um. Und dann müsste er auf jeden Fall noch angesagt sein. Oh, und kriegt sofort hier einen Shot-Up von Exist. Get Right auch schon mit einem typischen Get Right Kill. Und jetzt Michael, der ist in deep, deep trouble. Aber Get Right läuft so vom Aiming her ist nicht wirklich, muss ich schon sagen, in letzter Zeit. Tour und Tour, das hätte locker 3-on-1 sein können. Mit Backstabber am CT-Spawn. Der hätte richtig viel Zeit nochmal rausholen können. Es gibt noch gute Hits ab gegen PB. Und Michael fällt schon. 62 HP gegen 40 insgesamt, aber halt zwei Spieler, jetzt machen sie Nip gar nicht mal das ganz, ganz Falsche. Sie pushen ein bisschen vor, bringen ihn in eine Zange und es hat einfach zu lange gedauert. 5 Laren und Exist zusammen 4 HP, aber das ist die Piste, darauf kommt's an. So, und jetzt haben wir hoffentlich alle realistischen Bedingungen wieder da. Meinst du, die Zähne ist besser, der Sound, ja? Also, zwei Ekos wahrscheinlich für Unwanted. Da sollte eigentlich Nip. Also, da hat sich zumindest Nip ja, wirklich jahrelang keine einzige Blöße gegeben. Und jetzt. Weiß nicht, ob sie da ein bisschen Probleme haben. Oh, schöner Shot von Forrest hier. Und der hat nur eine USP. Weiß nicht, ob er damit dann auch so locker spielen will. Oh. Skitten kann jetzt hier lang clearen. Mitte auch nicht safe. Get Right macht dann aber trotzdem den Frag. Skippen wir jetzt noch alleine gegen 3. Macht gerade kein Kevlar und da wird er schon von Exist abgeaimt. Boah, sofort ins Gesicht. Über die halbe Map. Und damit, ja, erster Anti-Eco schon mal erfüllt. Dann auch nicht optimal. Und Forrest hat tatsächlich jetzt schon auch eine AWP. In Runde Nummer 3. Verraten. Mal schauen, ob dann Unwanted vielleicht mal auf Timing irgendwo durchpusht, in der Hoffnung, die AWP zu kriegen. Und das könnte hier mit kurz schon tatsächlich der Fall sein. Wenn der Michael Lele vielleicht wartet, bis die Smoke fadet und dann selbst auch mitgeht, haben sie eine gute Chance, die Mitte einzunehmen. Forrest steht da alleine, ohne Support. Bei 1.15, normalerweise ist es ja bei 1.15 ziemlich voll, aber Nip hat schon überlang den A-Spot eingenommen. Und Exist ist jetzt noch am Supporten für Forrest. Arsport ist eigentlich safe. Exist macht noch einen. Ist ja gerade da, fehlt eine Bar. Die ist jetzt wieder da. Und das gibt also das 3-0. Diesmal eine etwas einfachere Runde. Und wir gucken mal, zwei Galils, ob die behalten werden. Ich denke mal, was man bei Get Right auf jeden Fall
beachten muss, ist halt, dass er Frags macht, die zwar einfach aussehen, aber er arbeitet es sich halt so, dass sie halt so einfach aussehen. Also klar, wenn Get Right halt in der, wenn wir halt in der Stelle stehen würden, wo Get Right dann seine Kills macht, machen wir auch die Frags. Aber die Nase zu haben, dort zu stehen, dass wirklich der Gegner einen riesen Nachteil hat einfach im Aim-Duell. Oder dass er halt sogar im Rücken im schlimmsten Fall halt zu einem steht. Das ist dann schon eine Kunst, wo ich sagen würde, die kann Get Right wirklich fast perfekt. Exist hat ihr den Tower angesagt. Selbst aber auch viele HP verloren. Wir sehen vor, dass da zwei Leute in der Mitte sind. Und jetzt macht 5 Laren am lang den Frag. Mal schauen, ob sie gleich A splitten wollen. Faken zumindest hier ist schon mal an. Mal schauen, ob sie es doch wirklich durchziehen. Smokes sind auch ziemlich groß. Und jetzt auch ziemlich gute Möglichkeit eigentlich gewesen zu verschieben. Aber Nip lässt sich nicht beirren. Geht on spot, A ist frei. Das heißt jetzt Retake Unwanted. 5 gegen 4 und Maike Lele kommt da nicht sehr gut auf lang wahrscheinlich. Da steht auch jetzt noch Forrest mit der Aave. Und ein kurz Retake bei einer Bombe, die für lang liegt. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und das sieht Unwanted auch ein und saved mit 4 Spielern. Saved auch. Das ist auch aus ihrer Sicht natürlich jetzt erstmal sinnvoll. Dann haben sie eine sichere Bankroll. Dann wäre jetzt nur teuer wahrscheinlich an Wanted zu verkaufen. Das ist schon ein sehr, sehr guter Aimer. Freeberg wird dann mal vorgeschickt. Der macht aber auch keinen. Kriegt da mal Jacky zwar auf 9 runter, aber das ist dann natürlich unwichtig, solange die Waffe durchkommt. Aber die Runden, sie gehen halt an, Nip. Und für Flaren hat schon wieder die Galil. Weiß nicht, ob man sie da gerne mag. Ist halt wirklich immer lustig, dass er jetzt ja diese Wasserpistole da als Avatar hat. Hier übrigens wieder einen netten Artikel von Lupis, wo überhaupt nicht auf für Flaren eingedroschen wird. Nachdem Nip ein $250.000 dotiertes Tournament geholt hat. Aber gut, das ist jetzt langsam schon langweilig, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Man muss zugeben, dass es schon langsam einfach ein kleines bisschen langweilig wird eben. Nicht mehr viel Neues dabei. So, warum das auch immer ein Headshot durch was durch war, eigentlich sah für mich clean aus. Maike Lele sorgt für die Überzahl. Jetzt, ja, haben die Mitte 2 eingenommen, aber PB hat jetzt schon lang ausgeschlossen und das könnte der goldene Zug sein. Mitte, jetzt kann ich sehen, dass da Flaren, glaube ich, ja, Richtung B schiebt. Der kriegt aber noch einen Headshot. Macht selber einen. Jacky hat einen bekommen. Forrest gegen 3. Noch einen. Noch 7 Sekunden. Oh, pusht raus. Das kann er nicht mehr holen, so. Ist halt viel zu spät. Counter-Terrorists win. Das hätte er vorher machen sollen. Nicht schlecht gedacht, aber... ja, sind halt nicht beide vor gewesen. Was mich halt so ein bisschen wundert, ist, dass er halt wirklich danach nochmal reingegangen ist, weil das hätte er zeitlich halt nie im Leben schaffen können. Entweder muss er halt sofort legen oder er muss halt wirklich auf beide Frags gehen. Und was auch, wie gesagt, gar nicht so unsinnig ist. Boah, Forrest! New AWP, es hat natürlich so eine Sache, ich habe es schon vor ein paar Tagen angesprochen gehabt. Forrest ist einfach wirklich, ist eine solide AWP, keine schlechte AWP, keine überragende AWP, aber eine solide AWP. Aber das Problem ist halt, Forrest fehlt dann halt natürlich als Spieler, als Frag an allen Ecken und Enden bei Nip. Und deswegen ist es halt immer so eine Sache, also halt auf den Forrest zu verzichten, um Aave zu spielen, das ist halt ein zweischneidiges Schwert, muss man sagen. Es gibt natürlich AWPs, die relativ gut mit der Rifle sind, aber wenig Madfrag. Also Kelly ist zum Beispiel eine vergleichsweise gute AWP mit auch guten AK-Elementen. Auch Gali kann vergleichsweise gut, Kenny auch vergleichsweise gut spielen, aber wirklich diese Ausgewogenheit dann, die ist dann eigentlich bei niemandem so wirklich gegeben. Bombe ist Richtung B unterwegs, aber das ist auch eigentlich nur so eine extra
Kleine extra Einheit, PB. Rennt hier um sein Leben. Dann haben wir diesmal Beflaren doppelt im Sound. Wie gesagt, kann ich leider auch nicht enden. Ist eine GoTV-Sache. Jeder Spectator hat das. Ist ein kleines bisschen nervig. Ist jetzt erst der kurze Zeit, habe ich das Gefühl, wieder da. Vielleicht hat der Valve irgendwas Altes wieder ausprobiert. Nur kurz auf die Stats. Forest 701, Exist 701. Get Right 523. Freeberg noch nicht so ganz reingekommen mit 204. Verfloren auch 412. Und Forest wieder mit einem Headshot. Was? Macht dann noch Michael Ehler. Das war aber wirklich ein Standard-Frag dagegen. Accent. Und PB anscheinend ist der. Ne, für Flaunt ist wohl wirklich der, den man doppelt hört. Dann Skitten. Ja, Skitten, sage ich jetzt einfach mal. Wie immer. Skitten also. One on five. Jetzt ist er auch bekannt. Payback. Ins Gesicht. Und deshalb, ja, easy. Runde halt für Nip, unwanted mit einer einzigen und natürlich keine Daten mehr da. Das ist nämlich immer so ein bisschen schade halt einfach, weil die Statistik sehr, sehr hilfreich ist. Wir sehen es halt aber trotzdem im Geld. Nip jetzt mit nicht allzu vielen Problemen. Doppelspar bei unwanted. Ein. Oh, schöner zweiter Frag von ihm hier. Lang alleine geklärt. Michael einfach mal vorgepusht vor kurz aus. Macht den Frag. Muss jetzt hier aufpassen. Der Get Right nicht runter. Profitiert dann auch Get Right auf jeden Fall davon, dass er der Aim Punch da war. Ah, macht easy den Frag 7:1. Wieder. Ah, jetzt war ich gerade nach. Freeberg war es sogar gewesen. Das war gar nicht für Flaren. Flaren hat jetzt aber die Bombe. Freeberg hat es mit der Arve versucht. Das ist auch mal eine interessante Methode. Wer pickt sich jetzt? Wahrscheinlich Forest, ja. Und nächster Versuch. Jetzt dann genau kommt. Ein bisschen Equipment haben sie wohl noch. War noch mit mindestens einer Grain unterwegs. Dev kann da noch was ansagen. Da muss jetzt auch Dev gehen. So, Forest macht den ersten Frag. Weiß nicht, ob er da noch Close den City-Spieler gesehen hat und ansagen konnte. Weil der kann jetzt vielleicht einiges holen. Michael holt sich einen. Get Right. Kommt jetzt hier als einziger wohl Onspot mit Low HP und er fällt auch gegen Piff. Damit. Tja, 7:2. Aber damit kann, wie gesagt, Nip relativ zufrieden sein bisher. Unwanted. Ja, muss jetzt schon schauen, dass sie ein paar Runden gewinnen. So, Bombe für Forest noch gelegt. Der wird sie also mitbringen in eine Richtung. Ah, wer sneakt sich da wieder vor? Michael. Ein bisschen Support von Skitten. Verstehe jetzt aber nicht genau, was sie da genau planen. Ah, da wird ein bisschen was gesehen. Exist. Cut das low. Ah, Forest steht auch noch sehr, sehr geduldig für Mitte unten. Plan kommt vor. Schießt low. Oh, Michael Ehler ist jetzt da. Und das ist natürlich gefährlich. Ja, für Plan fällt da. Einfach rübergeschoben. Jetzt müssen wir gucken, ob Nip vielleicht schnell mit einem Mitte-Go antwortet. Dass sie da CT zusmoken und einfach schnell nochmal Mitte ein bisschen stressen. Das wäre eine mögliche Antwort, aber Skitten hat schon zugesmoked von der CT-Seite aus. Jetzt muss ich, ja, Nip was überlegen. 5 gegen 4. PB hat aber Low HP. Wie gesagt. Ein bisschen Infos haben sie, aber auch nicht wirklich viele. Ne?
Assist gehabt, eine gute Flash bekommen, hat aber selbst nur noch 14 AP. Forrest mit der CZ macht er den Frag. Jetzt ist Michael Ehl allein mit der AWP. Kann er doch noch einen Frag setzen? Wohl nicht. Doch, kann am Ende noch einen setzen. Ist Forrest alleine gegen zwei. Kann Michael Ehl easy holen. Noch 10 Sekunden auf der Uhr. Majaki muss auf jeden Fall Dev gehen, aber die Bombe könnte unter Umständen defensiv gelegt werden. Nein, wieder nicht. Forrest zweiten Mal verpasst es hier. Und jetzt ist es eigentlich ganz wichtig für Majaki, da Forrest die Arbe wegzunehmen. Und das schafft keiner von beiden. Also, 7-3. Die Mitte eingenommen, so relativ schnell dafür, dass es Nip ist. Nehmen wir auch eigentlich lieber gern wie Fnatic so meist 15 die Mitte ein und versuchen erstmal ein paar Frags zu setzen. Es ist aber gegen schwedische Teams natürlich sehr schwer, weil sie den Aufbau kennen und halt nicht so easy in einen Lang oder in einen B in einen B-Go da reinlaufen. Beziehungsweise in einen B-Spec. Kein Support mehr für A. Bombe kann auf jeden Fall dort gelegt werden. Nur PB ein bisschen lang mit der Chance, aber für Vlan instant ins Gesicht. Allein. Er holt zwar noch einen, aber ja, fällt jetzt auch. Wir gucken mal kurz aufs Geld. Das ist jetzt nicht allzu viel Geld. Sie werden natürlich auf jeden Fall eine Sparrunde einlegen müssen. Die Frage ist, eigentlich müssten sie sogar doppelt sparen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich tun werden. Ehrlich gesagt. Oh, Majaki kriegt direkt den Hit noch ab. Ich bin mal gespannt, wie das Unwanted nächste Runde macht. Sie könnten nochmal sparen, könnten dann die letzten beiden Runden kaufen. Oh, was eine Flash hier. Und Rightner nicht nachgepusht. Weiß aber jetzt eigentlich, dass er einer stehen muss und macht den Frag. Und da hat sich Forrest einen dicken Assist verdient. Aber Püff hat er jetzt auch nicht die Mitte erwischt. Dann dürfte er auch einen Assist bekommen. Aber es ist eine 3 gegen 3 Situation, weil da Lang nicht so ganz so gut steht. Freeberg und für Flan da gefallen. Die Runde ist theoretisch noch holbar. Bombe ist down. Forrest. Mit dem Shot wirklich sehr solide gerade hier auf das 2 mit der AWP. Und dann Wanted. Ja, sie kaufen voll. Kann man auch irgendwie dann in der Hinsicht verstehen. Sie hätten jetzt halt die nächsten, also hätten nächste und übernächste Runde, wenn sie gespart hätten, voll kaufen können, beide Male. Es ist halt immer nur so eine Frage, ob man das halt wirklich will. Dann geht man halt vielleicht jetzt ein Risiko ein, spart dann notfalls nächste Runde nochmal. Für die letzte oder kauft ein bisschen was. Als dass man halt dann wirklich eine Runde schon im Vorhinein jetzt aufgibt. Kann man halt auch nächste Runde aufgeben. So, und get right, check it right. Gut rausgelockt da auch von Exist war das, glaube ich, ja. Der da ein bisschen Stress gemacht hat. Ein Stückchen zurückgegangen ist, richtig wie so ein Hund da mit so einem saftigen Steak, also ganz langsam Meter für Meter vorgelotst. So, auf den Plan. Bereits schon lang draußen. So, jetzt gab es so einen Frick auf dem Scheine. Forrest, auf Mitte unten. Jetzt Forrest auch noch mit einem Kurz und Michael alleine gegen 5. Machbar, aber ultra schwer. Wenn es wieder ums haben würde. Aber es wurde nicht gemacht. 10-3. Und ja. Das war eigentlich klar, dass Unwanted da keine starke CT-Seite hinlegen wird. Wenn, dann mussten sie schon wirklich als Team was Eindeutiges liefern und Majaki ist das nächste Mal gehittet worden. Also Flan hier kann er zur Legende werden. Zwei Breaks easy für ihn, lang geklärt. Aber natürlich fehlen da noch ein paar Infos, um mit Lang wirklich was anzufangen. Vielleicht werden sie nochmal ja Mitte schauen bei 1.15, wie immer.
eher Nip. Gucken wir mal, Majaki. Will er da wirklich 30 Smoke gehen? Dread macht noch gerade so den Frag. Boah. Schön Airshot, aber auf dem Tisch. Trotzdem, Runde für Nip. 11-3. Und doch, ich lese eigentlich die Comments. Nur ich habe Delay hier drin. Und auch so kann ich natürlich nicht die ganze Zeit gucken, ob es einen neuen Comment gab. Ich habe nicht sehr viel Zeit, also lange Texte werde ich da schwer lesen können. Letzte Runde der ersten Halbzeit, natürlich Unwanted kauft nochmal. Skitten hat AWP. Von Friberg da kurz freigekloppt. Gucken wir mal, ob Pfifflaren gleich vorgeht. Das wäre natürlich eine wichtige Info für Nip, wenn da lang noch was steht. Jetzt noch eine Smoke. Ich weiß nicht, ob sie da wirklich Friberg vorschicken wollen. So. Gitten hat aber schon viel AP verloren. PB mit zweimal. Der Molly, der sitzt schon ein bisschen und lurt da PB raus. Gibt es noch als einziger übrig, der muss hier gegen 5 Laren bestehen, das kann er nicht. Majaki allein jetzt am A, was kann jetzt 5 Laren ansagen, da werden sie sicher B gehen. Und hier Dwight wartet schon. Das ist natürlich Majaki ein Riesenproblem, er muss einfach eigentlich durchrennen. Ja, das sieht und dann muss er zocken, Forrest. Ja, wurde er gesehen. Aber Forrest easy mit dem Frag im zweiten Versuch. 12-3 Halbzeitstand für Nip und das ja, sollte eigentlich wirklich mehr als die halbe Miete sein. Ich denke, da sind sie nicht mal mehr wirklich auf eine Pistolrunde angewiesen. Unwanted, ja, wird sich wahrscheinlich auch ohne auch mit einer gewonnenen Pistolenrunde da sehr, sehr schwer tun. Auch wenn wir das schon öfters gesehen haben, dass Nip nicht wirklich gut auf der CT-Seite stand. Auch auf der T-Seite sind sie nicht wirklich überragend. Aber... ja, also 12 Runden. Das ist schon eine Hausnummer. Tja. Damit zweite Halbzeit. Nip. Ja, braucht eigentlich nur die Pistole und dann haben sie schon fast instant den Sieg. Unwanted, die brauchen schon ein ziemlich großes, sagen wir mal, mittelgroßes Wunder. Majaki läuft ja noch voll in Xist rein. Der pusht jetzt Cut das mit, aber die Bombe geht sehr schnell kurz lang. Das kann sich rentieren. So, Mitte ist jetzt aber eine schlechte Entscheidung eigentlich von PB da reinzulaufen. Ein bisschen Glück, dass er da mit 70 AP noch rauskommt. Wir haben eigentlich kurz eine relativ gute Smoke anscheinend, aber Forrest macht den Frag nicht. Dafür Friberg. Jetzt aber auch gefallen, damit schon undefused. Ja, und jetzt geht Wright alleine. Weil zwar beide Posis. Aber muss halt instant hier Headshots setzen und das schafft er nicht mehr rechtzeitig. Also, Unwanted noch mit ganz, ganz, ganz schwachem Puls jetzt hier. Gerade ein bisschen wiederbelebt worden. Und das, ja. War es Michael der Einzige, der diese Pistolenrunde überlebt? Mal schauen, ne? Hat schon ein bisschen was dagegen gekauft. Friberg mit einer SSG, Get Right mit einer Pumpe. Aber Bombe ist noch ein bisschen unsicher. Die wollte gerade Richtung Bier schon gehen. Jetzt hat sie sich ein bisschen zurückgezogen. Boah. 96 Damage mit der Pumpgun.
Ich muss sagen, ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn die Pumpgun teurer wäre und dann wirklich eine relativ gute Nahkampfwaffe ist. Die 100 Schaden macht. Aber so wie sie jetzt ist, denke ich, ist sie nicht wirklich sehr, nicht wirklich ausgeglichen. Zweimal derselbe Shot, zweimal viel zu unterschiedlicher Schaden. Aber die Runde ist, ja, sie sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt sehr schweres Los. Macht aber noch einen Frag. Kein gutes Positioning gehabt. Forrest jetzt. Ah, auch eine SSG. Ist sogar runtergefallen. Nett. Das ist natürlich richtig gut gewesen, wenn er noch die Bombe gepickt hätte. Das hat er nicht. Sist geht schon die Gully saven. Und ich denke, das selber wird dann auch Forrest versuchen. Ah, kriegt so noch einen Hit hin. Und er versucht es dann auch noch. Keine schlechte Entscheidung. Auch kann er viel Equipment rausziehen. Und er macht noch den Frag. Michael mit 100 HP. PB auch nur noch 4, aber Exist, der steht da ganz safe. Also gute Echo für Nip, das muss man natürlich jetzt eben, wie gesagt, auf lange Sicht immer bewerten. Falls Unwanted dann eben die Equip verliert, die erste, dann werden sie in ziemlich dicken Schwierigkeiten, wenn sie jetzt nur so 2-3 Waffen immer mitnehmen. Mitte wurden Endlichkeiten ausgetauscht. B ist jetzt aber schon gefallen. Tower hier für Exist. Ja, Verfahren muss vorsichtig sein. Ist jetzt nur noch 5 HP. Aber da steht Get Right eigentlich noch vergleichsweise gut, aber er macht keinen Frag. Das ist eigentlich wichtig, dass Exist irgendwie die Gully durch rüberbringt. Da könnte sie hier vielleicht für Fladen einen Onspot gehen. Oder auch nur noch 66 HP. Bei Freeback sieht es nicht viel besser aus. Jetzt ist die Waffe down. Und wenig Chancen hier für Fladen an sie ranzukommen. Boah, das ist schön. Ein Headshot. Dann knapp es nicht mehr durch. Michael mit 3 Frags. Freeback alleine. Mir fällt auf. Gegen BB. Also. Diesmal 4 Waffen. Das ist zumindest eine Runde, die sie da an Polster haben. Und Nip, ja. Kauft also hier gegen. Wir sehen es am Geld nochmal. Da ist wenig übrig. Forrest kriegt da irgendwie den Headshot durch die Wand anscheinend. Und verliert nur 10 HP. Okay. Und für Flam mit der AWP, das ging jetzt die letzten Monate nicht gut. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal mit ihm trainiert haben. Kann ich mich sehr gut sogar daran erinnern, dass er da öfter stand. Und gehittet hat er jetzt nicht so viel. Also, bin ich mal gespannt, ob sie da ein bisschen was verbessert haben. So, Forrest holt ja eigentlich die Smoke. 5 gegen 4 Überzahl jetzt. Und Nip hat eine sehr gute Voraussicht hier. Gab schon einen Tower. 5 gegen 3 Situation. PB jetzt alleine gegen 2 Leute da fast. Jetzt kommen sogar 3 hoch. Ist ja sehr motiviert. Schauen, Forrest ist da noch ein bisschen unentschlossen und Piff macht einen ganz wichtigen Frag. Eigentlich können die Bombe jetzt Richtung B schieben. Und das machen sie auch. Piff macht sogar noch einen weiteren Frag. PB fällt jetzt aber kurz. Der war auch eigentlich schon vorher ein verlorener Spieler gewesen, aber sie können 3 gegen 2 Unterzahl ausspielen, theoretisch. Boah, durch die Smoke! Freeberg einfach zweimal durch die Smoke gebrettert. Was? Die denken sich jetzt auch, okay. Bei dem ist da aber der Kontrast wohl auf 1000 eingestellt. Also wie er die da beide geholt hat. Auch einfach natürlich rein predicted, aber dass er da richtig noch das Spray-Control hat, also einfach, also ist wirklich abartig bei Freeberg. Das ist so viel dabei, was man einfach noch nicht wirklich sieht. Wir flachen jetzt mal mit der AWP, mit dem Shot. So, Mitte eingenommen bei 1,15.
konntet mit der, ja, freien Auswahl theoretisch. Sie wollen sich wohl komplett hier rauspushen. Ja, was heißt rauspushen? Die gasen einfach raus. Aber das, ich dachte schon, wird bestraft, aber Forrest und Freeberg fallen da. 40 Sekunden, Bombe gelegt. 3 gegen 2 Situation. Wieder eine holbare Sache hier gerade für Unwanted. Mir fällt jetzt aber und Michael Ela auch. Und wer holt es sich? Exist holt sich die 2 extra Punkte. Ein Sternchen ins Zeugnis. Für die diffuste Bombe. 14 zu 6. Also, Nip jetzt wieder einigermaßen auf Kurs. Bombe gelegt. Das reicht aber trotzdem wohl nicht. Müssen sie wohl auch schon das Draw hinnehmen. Nein, sie kaufen wirklich gegen. Das ist jetzt wieder eine Entscheidung, die ich natürlich eigentlich. Sie müssen natürlich kaufen und hoffen, dass sie die Runde gewinnen. Das ist keine Frage, aber. Ja. Vielleicht bleibt ihnen da auch wirklich nichts anderes übrig. In die Mitte, was da passiert. Alle 5 Unwanted-Spieler auch jetzt gleich Richtung Mitte kurz. Haben anscheinend mit dem Schiffladen kurz gerechnet, in der Hoffnung eben, dass er da irgendwie schnell gepickt werden kann. Das ist nicht der Fall. Jetzt Split Smoke. Exist schießt da einiges low. Und Freeberg gibt sich erstmal eine Flash, kann aber auch nur einen holen. Und jetzt ist Forrest alleine am Spot. Und kann keinen holen! Oh, oh, oh. Das könnte nochmal die Runde geben für Unwanted. Ja, okay. I don't want this orb. Get right. Ja, mit Get right. Keiner. Vielleicht hat auch nur ansatzweise, dass er da irgendwo da rumdümpelt. Plan jetzt gefallen. Get right wird auch wenig Chancen haben. Michael dann letztendlich mit dem Frag. Also, 7-14 und der Gegenkauf hat sich gelohnt. Sie haben sogar eine AWP mitgebracht. Ah, und wer will sie? Michael nimmt sie. Mal gleich kurz auf die KDs schauen. Ist mal kein Hit gegen Forrest. Das fragt Michael Lele. Gleich wieder das Sammeln der Tees in der Mitte. Freeback noch so halb mit, aber auch nicht wirklich optimal. Geht da auch schon Dev. So, und dann kommt gleich wohl der kurz Go. Wir schauen mal, die Bombe ist aber noch in der Mitte. PB lang, könnte vielleicht gleich noch ein bisschen beim Go stressen. Mit ein bisschen Glück könnte er sogar da beide holen. Das wäre eine Get Right, glaube ich, und Exist. Gucken wir mal. Ablenkung wäre da. PB fällt gegen Exist. Get Right ist jetzt auch angesagt. Da gab es eine relativ gute Flash, aber wo ist Get Right? Der ist immer noch nicht so ganz aus der Smoke draußen, wird jetzt geholt. Freeback close mit Farmers, fällt aber auch Forrest, Spiegel, das war's dann. 14 zu 8, ich erinnere mal kurz die Auflösung. Also da hat's, das ist ja sogar schon einer höher. Dann muss ich echt mal, ich habe ja meine Kontaktlinsen draußen. Läuft bei mir, da steht jetzt noch die Kontaktlinsen rauszunehmen, aber okay. No problem. So, wer ist da? Ah, wer ist da? Wer ist da? Freeback ist da und er fällt. Da war jetzt auch ein lang gefallen. Da ist sogar noch ein Aim-Duell. Da kommen wir vielleicht nochmal gleich drauf zurück. Und zwar jetzt.
keins davon hat so richtig funktioniert. Forest, Last Man Standing gegen 5. Okay, wie macht's? Also, Unwanted Comeback. Ja, einige haben ja gesagt, es ist schon vorbei. Jetzt ist es weniger vorbei. Wie gesagt, Nip hat eine nicht allzu optimale CT-Seite. Da habe ich das Gefühl, dass wirklich einfach dieses viele Game ihnen nicht mehr so steht. Sie haben zwar auf jeden Fall welche, die wirklich gut drücken, aber die Dominanz einfach ist vorbei bei Nip, wo sie wirklich alle in allen Belangen dominiert haben. Müssen jetzt eine Doppelspar machen, die machen sie sogar auch. Die hätten sie zum Beispiel früher niemals im Leben gemacht. No chance. Nochmal eine 5 Rolle von Unwanted. Die können hier richtig gutes Geld aufbauen. Also. Und es stand 3? 5-14? 3-14? 5-14. 5-14. Jetzt 10-14 und ja, Nip hat gekauft. Wäre danach wieder im Sparzwang wahrscheinlich. Freaking Majaki. Jetzt muss natürlich die Mittekontrolle ein bisschen aufgegeben werden, dafür, dass man wieder die Cutters einigermaßen sichern kann. Aber Nip hat sich da zurückgezogen nach dem First Frag. So, und das sollte das Draw eigentlich sein. Michael kommt noch gerade zurück nach 30 Sekunden auf der Uhr. 1-on-5 jetzt an seiner Seite. Und. Ja, für Flan. Nee, das war gar nicht für Flan, das war Forest. Macht den letzten Frag der Runde. Also 5 Match-Runden jetzt hier für Nip. Aber Unwanted kann kaufen und sie kaufen richtig ein. 2 AWPs, 3 AWPs. Ja, sie können sich halt auch erlauben. Ich weiß nicht, ob sie die nachher auch noch haben wollen. Da schon ein bisschen getauscht werden. So, Michael Ehle macht einen Frag. Lang, da steht jetzt noch Gedright. Muss auch erstmal ein bisschen, hier aufklären. So, da muss eigentlich irgendwo eine Smoke drin sein. Die sieht er jetzt ja anscheinend nicht durch den Bug. Gibt jetzt aber eine von ihm selbst. So, wer ist da? Das ist Püff, der da schon in der Mitte unten draußen ist. Plateau ist von Majaki gesichert. Mal schauen, wo es lang geht. Geht nach am A-Spot. Nip hofft da anscheinend wirklich auf den B-Split. Kriegt er noch den Frag, den kriegt er noch. Aber es ist nicht die Arve. Nein, nicht die Bombe. Okay, Dryden mit noch einem. Jetzt 3 gegen 2 Situation. Oh, Majaki verschießt und es dürfte das Match dann gewesen sein. Michael alleine gegen 3. Okay, Dryden, der hat jetzt natürlich extrem viel Zeit, wartet auf seine Teammates. Oh, und Dryden macht sogar auch diesen